Das Silo in Brighton im Süden von England. Saisonale Küche in Bio-Qualität. So weit, so gut. Doch das Silo von Douglas McMaster ist ein Zero-Waste-Restaurant. Es produziert keinen Müll. Der Brite hat jahrelang in internationalen Sterneküchen gearbeitet und dort enorme Lebensmittelverschwendung miterlebt. Abfall ist ein Produkt davon, alles ständig zu bewerten und jedem einen Stern zu geben, der irgendwie Elite ist. Die Leute sind besessen vom Streben nach Perfektion. Aber Perfektion existiert nicht. Der Müll in Restaurants entsteht größtenteils aus diesem naiven Streben. Man wirft etwas weg, weil es nicht perfekt ist. Aber es ist großartig. Wieso reicht großartig nicht? Der Anspruch an die Qualität der Gerichte ist auch im Silo gehoben. Wenn es Fisch oder Fleisch gibt, kommt es aus kontrollierter Bioproduktion. Alle anderen Zutaten sind ebenfalls bio, frisch und saisonal. Das alles ohne Müll zu produzieren. Damit das gelingt, hat Douglas McMaster ein Netzwerk mit lokalen Produzenten aufgebaut. Die liefern Lebensmittel ohne Verpackung, in wiederverwendbaren Behältern. Die Tageskarte wird je nach aktuellem Angebot zusammengestellt. Was nicht unverpackt geliefert werden kann, stellt das Silo-Team einfach selbst her, zum Beispiel Creme Fraiche. Auch Mehl kann nicht verpackungsfrei angeliefert werden, also hat das Restaurant seine eigene Mühle. Das gibt uns die Möglichkeit, große Mengen an Getreide von lokalen Bauern zu kaufen. So haben wir bei jeder Lieferung viel weniger Verpackung. Und daraus backen sie täglich frisches Brot. Ein Herzstück des Restaurants ist aber die Kompostiermaschine. Sie verarbeitet alle Speisereste, die anfallen. Der Humus wird an Bauern in der Umgebung weitergegeben. Ein Zero-Waste-Restaurant zu eröffnen, ist sehr anstrengend. Denn der ganze Lebensmittelhandel ist nicht Zero-Waste. Er ist sehr industrialisiert. Es gibt jede Menge Zwischenhändler, jede Menge Weiterverarbeitung und ganz viel Verpackung. Das alles ist überhaupt nicht Zero-Waste. Zero Waste ist seit ein paar Jahren das Schlagwort, wenn es um Müllvermeidung geht. Die französische Bloggerin Bea Johnson machte mit ihrem Buch Zero Waste Home als eine der ersten auf das Thema aufmerksam. Vor allem im Netz erfährt der Lifestyle große Aufmerksamkeit. Aber auch immer mehr Firmen entdecken die Nachhaltigkeit. Das Schweizer Unternehmen Freitag ist Upcycling-Pionier und produziert seit fast 25 Jahren sehr erfolgreich Taschen aus alten Lkw-Planen. Nun wagt es sich auch an die Mode. Und zwar aus Stoffen, die biologisch abbaubar sind. Wenn man die alten Klamotten nicht mehr trägt, landen sie auf dem Kompost. Ich glaube, ein Kerngedanke hinter all unseren Ideen ist das Kreislaufdenken. Wir wollen Produkte schaffen, die auf Ressourcen basieren, die vielleicht schon vorhanden sind, oder wollen Produkte auf die Welt bringen, die quasi in einem geschlossenen Kreislauf gehalten werden können. Ein Gedanke, der auch das Silo inspiriert hat. Die Einrichtung besteht zum großen Teil aus Upcycling-Möbeln. Das Silo will vor allem eins: raffiniertes, sehr gutes Essen servieren. Auch um zu zeigen, dass weniger Müll nicht weniger Genuss bedeutet. Und den Nachhaltigkeitsgedanken auf eine angenehme Art zu vermitteln. Ich will diese Dinge attraktiv machen. Ich will sie spannend machen. Ich will, dass die Menschen nachhaltig sein wollen, weil es lecker ist, weil es das Richtige ist und weil es sogar Spaß machen kann, weil es die Zukunft ist. Gutes Essen mit gutem Gewissen. Das Silo ist vielleicht das einzige Restaurant der Welt, das gerne kopiert werden möchte.